Dreiklang in der Politikwissenschaft
Zeit. Es gibt in der Politikwissenschaft drei bekannte Begriffe. Das ist der Policy-Begriff, das ist Institution. Es gibt die Policy, das ist tatsächlich die Maßnahme, die beschlossen wird. Und es gibt eben Politics. Und das ist der Prozess, wie es überhaupt zu einer Einigung kommt, beziehungsweise welche Akteure da involviert sind. Und wir glauben, dass diese Regierung völlig übersehen hat, dass es diesen Prozess gibt und dass in diesem Prozess Verantwortung nicht auf eine Person einfach so abgeschoben werden kann. Und wenn wir das tun würden, darüber wird vor allem Marcel reden, wenn wir das tun würden, das auch zu einem ganz schwierigen Verständnis von Politikern haben, führen würde, dass wir, glaube ich, was ihr nicht heute befürworten könnt. Politik läuft nicht im luftleeren Raum ab, sie läuft tatsächlich ab mit einer Menge von Personen involviert, die auch Verantwortung tragen. Und wir glauben, dass wenn wir das auf eine Person entschieden würden, dann würde diese Person eben im Zweifelsfall eben sich eher dagegen entscheiden, weil sie natürlich abgeschickt wird. Sie weiß natürlich im Vorhinein, dass wenn man in die Politik gehen will, dann weiß man natürlich, dass Entscheidungsprozesse eben nicht unabhängig laufen, sondern dass man eben bestimmten Zwängen unterworfen ist. Sie weiß aber trotzdem, dass sie für diese Zwänge persönlich haften wird. Und das wird natürlich dazu führen, obwohl die Gelder verdoppelt wurden, dass diese Person eine ganz klare Abwägung macht und dann wahrscheinlich sagt, dann entscheide ich mich hier gegen die Politik. Und das wird wiederum dazu führen, dass eben Entscheidungsprozesse von niemandem getroffen werden können und wenn sie getroffen werden, eben nur sehr vorsichtig. Oder sehr zögerlich. Herr Gammler, ich glaube, aufgrund von diesen zwei Prämissen, die ich Ihnen aufgezeigt habe,